So, meine Freunde, ich zeige euch jetzt gleich diesen Raum hier aus meiner Perspektive. Gehe mit der Kamera raus, mache mal die Lichter aus und zeige euch das Ganze mal, wie das aus meiner Perspektive hier aussieht. Auf dem zweiten Kanal habe ich auch ein Video abgedreht. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr mögt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt an der Stelle wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir beginnen kurz mit dem Intro und dann geht's los. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Hey, Real Nico, viele Grüße. So, Freunde, das ist meine Ansicht praktisch, wie ich auf meinen Schreibtisch und so weiter gucke und beziehungsweise in meinen Streamingraum reingucke. Das Ganze ist ja verschieden einstellbar. Das kennt ihr ja auch bereits schon. So, und ist mein Monitor. Wenn ich hier sitze, das ist jetzt mal meine Perspektive, habe ich meinen Lichtring, MacBook, womit ich eigentlich alles steuere und mache. Controller, wenn PlayStation dann verbunden ist und so weiter. Ein weiteres Licht habe ich mir jetzt geholt. Ein Rode Mikrofon, das kennt ihr auch schon seit ein bisschen was länger. Das ist meine Cam. Ich weiß nicht, ob man die so gut jetzt sieht, aber auf jeden Fall ist das meine Cam. Und ja, genau, das ist so mein Equipment und jetzt zeige ich euch mal eine andere Ansicht. So würde das Ganze dann aussehen von der Kameraperspektive ohne die Lichter, also ohne das Ringlicht und das Zusatzlicht mit dem Ringlicht. Ui, das ist immer sehr, sehr hell, wenn man es erstmal einschaltet. Sieht das Ganze dann schon so aus und es gibt halt noch ein zweites Licht, das ist jetzt neu angebracht. Das habe ich halt letzte Woche mir geholt. So, und dann, hoppala, fokussiere. Sieht das ganze Bild auch schon so aus. Natürlich kann man alles auch hier hinten einstellen und kann ich machen eigentlich, wie ich will. Die Überlegung ist jetzt aber so eine Säule, noch eine zweite hier hinzuholen, also hier praktisch, ja, so hierhin. Die Bilderrahmen ein Stück weiter näher zusammen und dann die Säulen höher zu stellen. Was haltet ihr von dieser Idee? Das ist halt so im Prinzip. Ja, das, was ich mir jetzt vorgestellt habe, was man vielleicht als nächstes machen könnte, um den Raum zu upgraden, sage ich mal, oder auch stärker zu machen, besser zu machen, schöner einfach zu gestalten, das Ganze. Ja, und ich interessiere mich da sehr, sehr für eure Meinung. Also gerne mal in die Kommentare schreiben. Und war jetzt nur mal ein kurzer Einblick, weil ihr sonst immer ja jeden Tag meine Videos seht von anderen Ansicht. Und ich dachte mir, ey, vielleicht ist das auch cool für den einen oder anderen, bestimmt nicht für alle, aber für den einen oder anderen auch mal das Ganze aus meiner Sicht zu sehen, so wie ich das Ganze hier immer sehe. Und vielleicht habt ihr auch Ideen und inspiriert mich weiter. Ne? Ja, also an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Haut rein, euer Rediko.